Der Eis- oder Grönlandhai. Sieben Meter lang kann er werden und wohl 200 Jahre alt. In aller Ruhe kommt er aus der Tiefsee. Er hat ein Opfer gerochen. In seinen Augen sitzt ein großer Parasit, der ihn blind macht. Er braucht auch nicht viel zu sehen. Sein Geruchssinn ist hervorragend. Langsam kommt er der Sache näher. Da links sieht man den Augenparasiten hängen. Eine tote Robbe war sein Ziel. Der Totengräber der Nordsee. Bei seinem Tagwerk. So heimlich, wie er gekommen ist, verschwindet er wieder in die Tiefe.